Was geht ab, Leute? Neues Video, leider diesmal ein recht wenig erfreuliches. Dirt Masters Festival ist dieses Jahr leider für mich schon vorbei, bevor es angefangen hat. Hat sich am Mittwoch zugetragen, bevor das Festival quasi losging. Wollte schon mal ein paar Warm-Up-Laps fahren, direkt zweiter Run, einen Backflip unterdreht, mit dem Vorderrad oben auf die Landung geknallt, mit dem Kopf in den Boden gestaucht. Da war aber noch alles gut. Erst ab dem Punkt dann angefangen zu filmen. Die Clips zeige ich euch gleich noch kurz. Noch kurz ein paar Laps gefahren, wollte dann schon mal einen Frontflip machen mit dem Downrad, nur über den kleinen als Warm-up und viel zu langsam gedreht, halt so langsam gedreht, wie ich eigentlich hätte über den großen machen müssen. Das Problem ist, dass meine GoPro sich aufgehängt hat und genau das hat auch wieder nicht gefilmt hat. Und ich hatte Michelle die gerade zum Filmen gegeben. Habe ihr leider allerdings nicht erklärt, dass man einmal den Akku kurz rausnehmen muss. Deswegen habe ich die Clips leider nicht. Ihr kriegt gleich ein paar Clips von davor bzw. dazwischen. Und danach geht es auf Richtung Krankenhaus, wie ihr hier schon auf dem Röntgenbild gesehen habt. Und auch sehen würdet, falls ich das Shirt jetzt hier wegnehmen würde, der Knochen steht ein bisschen raus. Eckgelenksprengung nennt sich das Ganze, Schultereckgelenksprengung, angeblich nur Stufe 2, allerdings steht das echt ganz schön weit raus. Ich zeige es euch jetzt gerade erstmal nicht. Ich glaube, das kommt aber gleich noch im Video einmal kurz vor. Und ja, dann seht ihr mich gleich kurz in dem Video. Mir wurden auch diverse Sachen dafür abreicht, deswegen wundert euch nicht, wenn ich bis ganz schön neben der Spur bin. Ist vielleicht aber auch ganz lustig anzuschauen. Und ich würde erstmal sagen, roll the clip und dann erkläre ich gleich noch kurz ein bisschen was dazu. So Leute, das ist der liebe gute Helm. Der musste gerade leiden. Zweiter Run. Viel zu langsam, mit dem Vorderrad oben drauf. Und jetzt mache ich den Nicoli und fahre Squid. Das Resultat eines unbedachten Runs. Wie geht's deinem Nacken? Wir sind fest. Also komm, ich am Zittern bin. Slopestyle. Ja, das geht. Ja, weil hier viele Aufsteller. So, sollen wir dich oben rum nackig machen oder unten rum? Oben bei Red Bull. Bei Red Bull in der Nähe. Da musst du jetzt durch, Marc. Ja. Was zum Heulen ist, ist halt gar nicht mal, okay, dass es irgendwie wehtut oder so. Okay. Sondern einfach, das komplette Event ist komplett am Arsch jetzt. Ich kann hier nichts mehr fahren. Ist auch ich kann Whip of Innsbruck nicht mitfahren. Gar nichts. Das ist das, was so zu kotzen ist. Ich hasse das. Nichts Schlimmeres ist, als sich so am Anfang der Saison so zu verletzen. Mitte Anfang. Das ist das Erste, was in deinem Kopf kommt, ist nicht so, scheiße, es tut jetzt weh, sondern einfach so, scheiße, kannst nicht mehr Fahrrad fahren. Steht schon böse ab, ne? Ja, du hast alles gegeben, ja. Aber, weißt du, das Schlüsselbein ist, glaube ich, dran. Ich schätze, es ist Eckgelenksprengung. Ja, Eckgelenksprengung. Jetzt kann ich sehen. Das ist eklig. Ja, ohne gucken. Klassisch. Schlüsselbein ist gut. Offen? Nee, nee, das ist tutti frutti. Ja, cool. Die Bänder sind halt im Arsch. Ja. Das ist scheiße. Da brauchst du gar keine Arzt, mal deinen Arm an. Lassen, ja. Ne? So, Lelle. Ruhig, ganz fein. Ach, mit Film? Hm. Nee, ich hab schon den Kopf raus. Film nach unten. Wo kommen Sie her? Das ist Melle, das ist bei uns am Glück. Da ist mein Leben. Weil er dann durch die Blutgefäße geht und da entsprechend. Also mit so Licht oder? Lichtsensor, genau. Man lernt nie aus. Das ist einmal, damit es noch ein bisschen was unterschreibe, einmal die Datenschutzerklärung. Und einmal Kühlschränke, richtig? Genau, einmal Kühlschränke und ein Handy. Hey, life is either an incredible journey or nothing at all. Aber gut, dass das incredible journey jetzt irgendwie eine Schulter-Eckgelenksprengung beinhalten muss, war jetzt nicht geplant. Achso, du filmst die ganze Zeit noch. Hey Leute, das war das Video. Wir sehen uns im nächsten, aber ich weiß nicht, was ich noch machen soll.
Schreibt mal in die Kommentare, was ich jetzt mache. So, ich weiß es halt echt nicht. Guck mal, ich kann Crankworx in, also ich kann erstmal bei Dirtmasters jetzt nichts mitfahren. Ich schätze Crankworx Innsbruck, Whip-Off bin ich eingeladen, kann ich auch nicht mitfahren. Danach wollten wir eigentlich nach Frankreich. Oh Mann. Und ich hatte noch ein paar Videoprojekte jetzt, die eigentlich anstehen. Und jetzt wäre ich einfach nur rein. Aber eigentlich nicht mehr so krass wie eben, weil irgendwie war ich echt down. Als ich jetzt gesagt habe, okay, es muss nicht operiert werden. Und könnte jetzt sogar theoretisch relativ bald wieder Fahrrad fahren. Wird das jetzt ein Essen, ein Wochenende mit gutem Essen? Guten Drinks? Schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn ihr irgendwas Geiles habt, was ich für euch, was für euch richtig interessant ist oder lustig ist, was ich machen kann für euch. Und versuche ich das zu machen. Ich hoffe, man versteht mich. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bin ich noch auf ein bisschen auf Zeug, was sie mir eben vielleicht schon eingeballert haben. So, da seht ihr, das Schlüsselbein ist nicht mehr wirklich mit der Schulter verbunden, da oben. Und das nennt sich dann Schulterecke-Längssprengung. Und ihr könnt auch das nochmal im Original sehen. Alter, mein Nacken tut weh. Aber das war schon vorher von dem ersten. Und so sieht das dann au in live aus. Das ist nicht lustig. Scheiße. Das ist bedrückend, muss ich echt sagen. Und es ist jedes Mal das gleiche bei solchen Sachen. Die von euch, die schon den Sport, sag ich mal, nicht nur hobbymäßig machen, sondern wirklich leben, die kennen es. Es geht gar nicht um den Schmerz oder so oder um sonst was. Das Einzige, was man im Kopf hat, wann kann ich wieder zurück aufs Rad? Wann kann ich endlich wieder Fahrrad fahren? Und man hat nur im Kopf, was man die ganze Zeit jetzt nicht machen kann, also eben nicht Fahrrad fahren. Und das ist schon sehr deprimierend. Aber ich habe eine Idee, was ich machen kann. Bagger fahren. Das kann ich machen. Mein kleiner Bruder hatte nämlich die glorreiche Idee, sich einen Mini-Bagger zu holen. Und dieses Jahr ist im Garten ja noch gar nichts passiert bei mir. Und dann machen wir vielleicht noch ein paar Bildvideos, noch ein paar Obstacles. Aber alles nur mit dem Bagger, mit der Hand kann ich ja nichts machen, außer Bagger fahren. Hoffentlich. Oh Mann, ich weiß gerade nicht, was ich lade. Kann jetzt mal ausmachen. Ja Leute, ich werde jetzt erstmal die nächste Woche erstmal den Arm gar nicht bewegen und das erstmal nur in dieser komischen Schiene hier lassen. Und dann gucken, wie es dann aussieht. Werde auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal zu einem Spezialisten gehen. Hoffe trotzdem natürlich, dass ich hier um eine OP drum rumkomme und wieder möglichst fix auf dem Rad sitze. Und ja, hoffentlich wirklich in 3 Wochen, auch wenn ich selber gerade nicht so den Glauben dran habe. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr wirklich konstruktive Ideen in die Kommentare schreibt. Sachen, wo ihr wirklich Bock drauf habt, euch das anzugucken und wo ich im Moment gerade nicht beide Arme für brauche. Also ich wäre wirklich dankbar dafür, für Ideen. Wie gesagt, es sollte für euch auch interessant sein. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, was das dann genau sein wird. Hängt ein bisschen von euch ab. Bis dahin, Leute, habt eine gute Zeit. Peace.